Und das letzte Spiel der heutigen Aufnahme wird gegen Brighton Albion bestritten. Nach einem, ich würde sagen, typischen Northampton Spiel, weil es mega abgefuckt war. Und zwar nach dem letzten. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. 0-1, 4-1, 4-2. Ich würde sagen, das war das letzte Spiel. Kurz und knackig formuliert. Und das macht natürlich Lust auf mehr. Gleichermaßen bei Fans, als auch bei der Mannschaft, als auch beim Trainer, würde ich sagen. Der ja auch nicht ganz unbeteiligt ist an den ganzen Vorgängen hier. Es gibt Einwurf. Und man hat einiges an Polster in der Liga, heißt, man kann hier relativ befreit aufspielen. Mal schauen, wie befreit denn wirklich Looney. Ja, Looney kann sich nicht durchsetzen. Und Morris im zweiten Anlauf holt sich die Kugel. Geht jetzt über außen. Vielleicht ein frühes Tor, das wäre natürlich sehr schön anzusehen, sehr befreiend. Es bleibt erstmal beim Eckball, getreten von Nichols. Ja, schön rein, Collins. Weit hinten, komm nicht ran, Tozer. Geht überhaupt nicht in den Kopfball, der denkt, der Ball fliegt ihm so oder so zu. Beziehungsweise war meine Schuld. Ich habe wirklich gedacht, wenn den Ball kriege ich, muss ich nicht springen. Muss ich nicht köpfen, ist egal. Und das habe ich dann auch selber gemacht. Tozer, zweite schlechte Aktion des Tages nach 8 Minuten. Könnte besser laufen. Barnes. Oh, dann packt er erstmal das Trick-Arsenal aus. Und da sind wir gar nicht Erste Liga, ne? Das Arsenal hat hier nichts verloren. Looney hat hier aber was verloren. Sein Skill, nein. Sein Tor, was er heute schießt, das hat er zumindest noch nicht gefunden. Er sucht noch. Und Looney. Abwehr ist gut da. Vielleicht hat Brighton Albion aus dem letzten Spiel gelernt. Wo es ja so dick aufs Maul gab. 15 Minuten und so. Ihr wisst Bescheid. Okay, da war zwar Nichols die antreibende Kraft zum größten Teil, aber Looney natürlich auch nie aus den Augen zu lassen, ganz klar. Flanke rein, weit rein. Nichols. Gary Deegan. Schön am Gegenspieler vorbei, muss man sagen, aber naja, ne? War halt ein Scheißschuss. Ja. Oder beide Fische, Karten auf dem Tisch. Penis in die Hand, das war nix. Ja. Schönste Aktion bringt ja nichts, wenn man dann nicht draufhaut am Ende. Erfolgreich draufhaut natürlich. Also draufgehauen hat er ja. War ja ein toller Versuch auch. Er war sehr bemüht, dem Unterricht zu folgen, so ungefähr. Ja. Hört sich gut an, ist aber eigentlich scheiße. Genau wie dieser Schuss. Genug von diesem Schuss. Zurück zum Spiel. Denn Brighton Albion dreht jetzt so ein bisschen auf und ihr Femner Abwehr weiß nicht wirklich zu überzeugen. Zumindest in diesen Situationen gerade eben Nichols. Geht nicht zum Ball. Und auch sein Teamkollege. Also er geht zum Ball, aber er gewinnt den Ball halt nicht. Ja? Er versuchte, dem Unterricht zu folgen. Er versuchte bemüht, was besser noch, dem Unterricht zu folgen. Was man auch merkt, er hat versucht, aber hat versagt. Nichols. Oh, da schickt er Emmert mit einer Schnitte, die nicht ankommt. Aber es war eine Schnitte. Ob es ankommt oder nicht, Schnitte war es ja trotzdem. So ungefähr, ne? Oh, Nichols. Nichols, bitte! Das ist so ein typisches Spiel jetzt, was 0-1 für den Gegner ausgehen könnte. Der Northampton bemüht, spielt super toll, aber macht halt einfach nichts draus. Und wird am Ende bestraft. Genau jetzt zum Beispiel. Widowson Ramos geht zum Ball, dankeschön. Ich hab ihn auch aktiv rausgeholt, das war schon so beabsichtigt. Ich wusste nur nicht, ob er es wirklich macht. Oder ob er sagt, naja, komm. Und die KI sagt, na komm, Widowson hat den Ball, was willst du, Lachsnacken, ja? Deegan! Gary Deegan! Ja, das war noch die Grätsche von gerade. Ja, selber schuld. Abschluss. Also Brighton hat hier ungefähr 0 Kubikzentimeter Luft zum Atmen. In diesem ganzen Stadion hier. Ja, ja, Freistoß schon gut. 0 Kubikzentimeter Luft zum Atmen. Aber und wenn sie mal einen bekommen, dann machen sie wahrscheinlich das Tor. 90. Minute 0-1. So ein mega, so ein Kotzergebnis. Dann weiß ich wenigstens mal, wie sich die fühlen, die in der 90. Minute von mir ins auf Ome bekommen haben. Aber Looney will da überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen an dieser Situation. Passt runter. Emmerton zeigt, dass er nichts kann. Wunderbar.
Looney, willst du mich verarschen? Danke. Ich bin sehr froh, dass ich diese Giga-F-Taste belegt habe. War halt doch irgendwie mega scheiße. Wahnsinn, Emerton, komm. Leute, ihr könnt doch was. Zeigt es doch bitte. Jawoll! Boom! Oder auch nicht. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, wen genau ich Spasti genannt habe. Denkt euch einfach aus, ja? Denkt euch einfach eine Geschichte dazu, stimmt. Ihr denkt, ihr wisst, warum ich Spasti gesagt habe? Schreibt es in die Kommentare. Späßchen, Späßchen. Aber Späßchen wäre jetzt nicht zu verteidigen. Danke. Ja, Niklas, hätte man auch gut spielen können. War optional, ganz klar. Schön, dass du auf Optionalität scheißt. Spasti, um es aufzulösen, gegen meinen Nachbarn über mir wischen so oft. Der wahrscheinlich noch nie FIFA gespielt hat. Deswegen Spasti. Spasti ist ein gutes Stichwort. Weil Brighton jetzt den Ball hat. Meister der Überleitung, ich weiß schon. Und Loni, ja was ist das denn? Wir schenken, meine Damen und Herren. Es kam zumindest für einen kurzen Augenblick so vor. Aber Loni, da war am Ende ein bisschen, das hat man gesehen, ein bisschen überfordert. Wusste nicht, soll er jetzt so querpassen, soll er flanken, soll er schießen. Letzteres hat er getan, aber das ohne Erfolg. Normalerweise weiß er, da ist eine Flanke besser. Die anderen stehen ja in der Mitte. So ein spitzer Winkel, das kriegt Lucio hin. Aber, na gut, das hat Loni auch schon mal hinbekommen. Aber Lucio. Das war mal ein spitzer Winkel. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann erzählt. Bayern Wolfsburg 09, 010, 08, 09 irgendwann mal. So ein Winkel von 0,4 Grad. Zwischen ihm und der Torauslinie. Und er macht den halt rein. Das Tor war leer, aber das zählt nicht. Macht ihn trotzdem rein. Das ging eigentlich nicht. Das war unphysikalisch. O'Donovan. Wird gehalten, wird sogar gelegt, aber dem Schiri ist das egal. Das ist absolut in Ordnung. Denn jetzt kommt Loni. Nicht. Nicht so gut. Ich denke, das ist nicht so gut, wenn du drei Features holen musst gegen eine Witzfigur. Spielt er doch kurz. Ich hätte den Braten riechen sollen, habe ich aber nicht. Deswegen hat Brighton jetzt den Ball. Bleibt es oder wird es wieder zu einem 1-0 wischen, dieses vorletzte und das vorvorletzte Spielen. Ja, ein 1-0 waren. Nur fehlen die Tore da halt später, aber 1-0 ist ja 1-0 irgendwo. Heißt, du hast eins geschossen und eine weiße Weste behalten. Das ist das Effektivste, was du machen kannst. Wenn du jetzt mal ausblendest, dass du vielleicht 200 Chancen hattest und dein Gegner 0 oder so. Dann war es nicht effektiv, 1-0 zu spielen. Aber rein ergebnistechnisch, effektiver kannst du nicht spielen. Es ist ein marginales Ergebnis, aber es sind halt 3 Punkte am Ende. Was willst du mehr? Einen tollen Pass, Loni. Der Pass war nicht so toll, schade. Also Brighton spielt jetzt, man sieht es ja, sie schnacksen sehr viel hinten rum. Das kannst du in der Situation eigentlich nicht machen. Also der Trainer sollte ihn da jetzt mal, sollte eigentlich mal mit in der Manier von Krampfadergeschwader ins Spielfeld rufen, was die für einen Scheiß machen. Sorry, dass ich da und an den Popschutz komme. Ich bin da, sollte mal ein bisschen Abstand halten, ja. Ich sollte vor das Wort Fernung noch ein End stellen, ja. Wortspielidee geklaut aus der Weltmillionär-Frage, die ich heute gesehen habe. Toll gemacht. Wenn man aus Fernung ein Synonym für Abstand machen, muss man davor ein End stellen. Das ist toll. Diese Wortspieldinger, super. Bin ich mega Freund von. Weiß gar nicht warum. Als ob ich jemals Wortspiele gerissen hätte hier. Ah, schade. Da rollt er einmal ab und dann kriege ich den nicht. Also man sollte noch Hampton ins Gedächtnis zurückrufen. Es steht nur 1-0. Jeder Gegentreffer heißt, zumindest auf der Live-Tabelle 2 Punkte weniger und da muss man jetzt drauf aufpassen. Ganz klar, Tosa spielt einfach irgendwie nach vorne, das war nicht schön. Morris. Und jetzt Morris. Könnte gehen. Könnte aber auch auf Loni spielen. Der könnte auch von Donovan spielen. Schöne Ballstaffette, leider ohne Tor am Ende, aber das S steht für Schnitte, meine Damen und Herren. Kuschak. Loni lauert auf den Ball. Kuschak haut aber weg, weiß, jetzt ein Fehler wäre nicht punktefördernd.
wird die Punkte noch weiter wegschieben, als sie sowieso schon sind. Diesen Pass hätte Widows niemals spielen dürfen. Warum? Oh, Collins ist verletzt. Das ist nicht gut. Da faule ich auch gerne mal, dass Freistoß gibt und Collins behandelt werden kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Amankwa, die Gurke des Jahres, ist wieder zurück. Ich glaube, der hat, ich weiß nicht, ob es Widows oder Amankwa war, aber irgendwer hat schon mal genau so einen Bock geschossen. Bin sehr stolz, hier dabei gewesen zu sein, oder was? Ich glaube es auch, ey. So, Loni, Flanke kommt rein, O'Donovan. Na, Keeper zur Stelle. Ohne Probleme aufpassen jetzt. Jetzt 4 gegen 4, 3 gegen 3, Morris. Hornby, Loni, spielt es nach vorne. Sehr, sehr nett gedacht, der Abwehrspieler leider im Weg. Loni, zweiter Versuch. Das wäre ein Foul gewesen, wenn er. Es war fast beingestellt. Wenn der fällt, dann gibt es hier Freistoß für Brighton. So, 10 Minuten. Die Zeit tickt langsam runter. Ein Tor von Northampton wäre nicht verwunderlich, aber trotzdem doch eine Sensation, so wie es immer ist, wenn Northampton spät trifft. Und am Ende könnte es doch wieder ein Spiel sein, was durch ein spätes Tor entschieden wird. Meine Fresse! Ich sag nur 200 Stunden Vorteil. So, Moment. Bevor er wieder schnell ausfällt, wird nochmal Nase gekratzt. Ist positiv anzumerken, dass meine Nase in den letzten Folgen Ruhe gibt. So, Harriet kommt. Morris geht runter. 8 Minuten bleiben hier zu spielen. Diesen Pass, den hat Brighton aber auch. Ich denke, bei Albion denke ich mal Burton. Burton, Albion. Nein. Den Pass hätten sie nicht spielen dürfen. Loni im Abseits. Kicken. Fuck. Spiel schon wieder kurz, ey. Solche Assis. Emerton. Der Vorteil läuft natürlich mal wieder 2 Stunden. Gar keine Frage. Der Vorteil kommt wieder. Keine Frage. Oh, Emerton. Emerton. Verliert den Ball, weil er nicht agil genug oder zu langsam. Irgendwas ist er auf jeden Fall. Harriet. Ja! Du willst mich verarschen! ...89. Minute und Harriet setzt das Sahnehäubchen auf die Schokotorte hier. Ja, Wahnsinn! I'm very amused, würde ich mal sagen. Und so macht Spielen Spaß hier. Und wie ich es gesagt habe, das späte Tor von Northampton schlägt wieder zu. Ja, unentschieden und zack, Northampton ist da. Vielleicht haben die so ein Last-Minute-Gehen. Vor allem in den letzten Folgen. Also generell gar nicht so, aber in den letzten Folgen sind sie ganz gut dabei. Last-Second-mäßig. Finde ich gut. Vielleicht stimmt auch die Mentalität. Vielleicht, weil ich öfters jetzt Last-Second getroffen habe. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht stimmt es jetzt einfach. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Loni. Oh, Loni. Hätte er eh fast aus dem Ding gemacht. Zum Glück stand sich 1-1 und wäre ich jetzt ausgerastet. So ist es mir doch relativ egal. Torverhältnis ist. Obwohl, es kann ja entscheidend sein. Hat man in der letzten Saison gesehen. Da war es dann entscheidend am Ende. Beziehungsweise hätte es entscheidend werden können. Was? Irgendwas war da. Doch war es am Ende. Aber egal. 89. Minute. Mehr sage ich nicht. Der Blick auf die Uhr sagt mir, pass auf, damit ich in meiner Doppelfolgenmanier wenigstens auch richtig abschließe und in der Aufnahme 8 Folgen habe, sage ich jetzt tschüss, lass die Aufnahme aber weiterlaufen, kauf mir kurz 1, 2, 3, 4, 7 Pizzen, oder auch nicht, und wenn ich wieder da bin, nehme ich noch Folge 8 auf, alles entspannt, so viel zum Plan, mein Name ist Loni. Und ich sage Middlesbrough. Halt mir die Klabutze, Junge. Oh yeah. Halt mal die Klabutze, Junge. Bis zum nächsten Mal. Woo!